Das ist die 14-jährige Fatma aus Bitterfeld. Fatma hat heute ihren ersten Schultag. Sichtlich ängstlich betritt sie das Schulgelände, denn sie kennt noch niemanden der dort stehenden Schülerinnen und Schüler. Eine Gruppe beobachtet das neue Mädchen. Vitali geht zu ihr rüber. Ich heiße Vitali. Wie heißt du? Ich heiße Fatma. Bist du schon lange auf dieser Schule? Ja, bin ich und es gefällt mir hier sehr gut. Wusstest du, dass die Schule einen berühmten Namen trägt? Ach so, welchen? Erich Kästner. Er war ein berühmter Schriftsteller. Sein bekanntes Buch, Das fliegende Klassenzimmer, haben wir gerade in Deutsch. Ah, es klingelt. Ich habe jetzt eine Freistunde. Wenn du willst, zeige ich dir alles. Ja, gerne. Diese Bilder haben wir in Kunst gemalt. Gefallen sie dir? Ja, sehen schick aus. Komm, ich zeig dir einen Klassenraum. Das sind ja kleine Klassen. Ja, denn dadurch ist der Unterricht für uns und die Lehrer nicht so stressig und wir haben einen guten Draht untereinander. Klasse. Auf zur Hofpause, unseren Käfig musst du sehen. Käfig? Voila, unser Fußballkäfig. Hier spielen wir immer in den Pausen Fußball. Typisch, Jungs. Sehen wir uns später? Mal sehen. Am Nachmittag trifft Fatma Vitali im Schulchor wieder. Singst du uns was vor? Gerne. Vurka dehi ustayam bu gecede sarhoşuz. Kalan salar bizimdir acıdan mayhoşuz. Großartig, unser Schulchor trifft sich immer Dienstag. Du solltest mitmachen. Maria, eine Freundin von Vitali, kommt hinzu. Wollen wir zusammen ein Eis essen? Zusammen lassen sie den Tag in der Eisdiele ausklingen und werden Freunde.